Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harveys neue Augen. Wir müssen jetzt Edna folgen, aber Harvey will uns nicht lassen. Irgendwie müssen wir versuchen, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Harvey dazu zu bewegen es gibt so viele Spaß, und zu hypnotisieren. Zählen oder mit Wollknäueln spielen. Ja. Die Karte dürfen wir ihm ja nicht zeigen. Vielleicht. Das Wollknäuel? Darf ich das mal sehen? Du bist voll die Katze. Oh, das ist so süß. Woogie. Das ist so süß. Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Sehen wir. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Das ursprünglich mein Kloster war. Als das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies Hallo. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Eine Harvey-Spinne. Hallo. Aber weil du ein braves Kind bist, weißt du das ja bereits. Das wusste Lilly in der Tat. Aber Garrett hatte auch gesagt, dass sie hier im Kloster nicht länger sicher war. Die Regeln der Erwachsenen schienen Lilly plötzlich lippenhaft. Wie konnte sie dem Spinnendämon nur beibringen, dass die Oberin auch nicht immer recht hatte? Ich dachte, du seist eine Spinne und keine Schlange. Was habe ich da jetzt aufgehoben? Eine Rippe. Kann ich ihm damit was? Acht Beine und ein Horn. Lilly doch schon mal irgendwo gesehen. Aber ja. Eine würde die Rippe nie am Kopf der Spinne kleben bleiben. Kleben, Teer. Hehehe. Ein Horn. Acht Beine und ein Horn. Das hatte Lilly doch schon mal irgendwo gesehen. Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Schick siehst du aus. Oh mein Gott. Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. So wird die Oberin ganz schnell einfach mal wieder zum Kind. Ach, ich bin auch. Wir haben noch einen. Der Harvey scheint taub zu sein. Oder er hört Musik. Die tolle Musik, die wir gerade hören. Hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Genau, das ist besser als gar nichts. Ha, siehst du? Ja. Jetzt können wir endlich Edna. Ich hab's aufgelöst! Ich hab's doch aufgelöst! Ach so. Ah. Ja, okay. Kapitel 2, Ednas Versteck. Wow, wir haben endlich Kapitel 1 geschafft. Ups, das war doof. Wir sind endlich raus aus dem Kloster. Als sie den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Hallo, Garrett. Warum hast du nur so lange? Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Ihr lasst mich auch nie ausreden. Egal was ist, ihr lasst Lilly nie ausreden. Die Zeit ist auf der Polizeiwache hockens und Formulare ausfüllens. Und Arbeit. Ist jetzt. Arbeit nennt sich sowas. Was ist denn jetzt noch? Sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na... Papierkram. Finden. Ja?
Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Natürlich. Ich für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Gerrit! Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Wenn es sonst nichts ist, wenn ich bis dahin nicht skelettiert bin, ist alles gut. Millie war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Sicher. Auch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Ja, dann zeig uns mal, wie sieht die aus? Sie konnte nur sie von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Oh nö, Harvey. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Doch. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Na super. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Nö, der ist auch überhaupt nicht lustig. Sich riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Harvey, lass das. Oh, das tut mir leid. Böser Hase. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Nein. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Muss ich wieder das Wollknäuel benutzen? Ey, Karte. Ja, super. Karte, was soll denn das? Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Es kann laufen, oder beziehungsweise in diesem Fall rollen. Und wie kommen wir da jetzt rein? Warte. Was ist mit dem Pizzakarton? Chilischoten. Was ist mit dem... Ah, da geht's also zur Polizei rein. Hallo. Oh, darf ich mir Weingummis nehmen? Dankeschön. Ein Alkoholtest. Das sieht aber gar nicht so. Ja. Komm her, Karte. Komm her. Eine Dose Valium. Dankeschön. Was? Reden wir mal mit ihm. Was? Oh, puh. Nur ein kleines Mädchen. Was ja. Machst du hier so rum, mitten in der Nacht? Ich hab mich verlaufen. Irren erwischen? Welche Irren? Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten? Ja, gegen Harvey. Aha. Oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Mich selbst? Dr. Marcel. Etwa Dr. Marcel, oder? Doch. Psst, nicht so laut. Der Doktor ist ein einflussreicher Mann. Wir wissen zwar alle, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber mit solchen Anschuldigungen muss man sehr vorsichtig sein. Solange du mir keine Beweise vorlegst, kann ich dir leider nicht helfen. Großartig. Also können wir ihn nicht anzeigen. Das ist schon mal gut. Kindesmisshandlung und die können ihn trotzdem nicht anzeigen. Dann müssen wir weiter nachts draußen in der Stadt rumirren, was wir gar nicht dürfen.
Aber meine Karte ist da. Böse Karte, komm raus. Hallo, du fremder Mann. Du schon wieder? Ja, ich schon wieder. Mal wieder Anzeige erstatten? Ja. Ja. Oje, oje. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Gucken wir mal, was passiert, wenn wir uns anzeigen. Dich selbst, oder? Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen haben? Ich habe die größte Bank, die es gibt, ausgeraubt. Der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Ah! Wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst, richtig? Aha. Na siehst du. Sollte man meinen. Wenn du darauf bestehst, kannst du dich natürlich trotzdem gerne einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen. Habe ich schon. Der Rat ist gleich dort drüben an der Wand. Weiß ich, ich bin nicht positiv. Kann ich dich auch nicht verhaften. Ja, okay, dann war hier nicht eine Kneipe gegenüber? Ja! Zur Bar! Ja, geh rein, Lilly. Dankeschön. Ah, hallo. Dich kennen wir doch. Das ist er mit dem Becher. Quietsch, quietsch, quietsch. Was ist das? Was ist das? Das ist er. Gott! Flunderautomat. Kommen da Flundern raus? Habe ich nicht. Und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Und man muss es überleben. Na, Barmann, hau mir das beste Zeug, was du hast, raus. Oh, was haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Ganz ohne Eltern. Allein. In der Nacht. Wie nett. Was treibt dich in diese dunkle Spelunke, in der dich niemand schreien hören würde? Ganz schlimme Dinge. Ja. Ich kann kein Alkohol an Kinder ausschenken. Mir fehlt das Rezept für den einzigen alkoholischen Cocktail auf der Karte, den Volcano Berserker. Außerdem sind mir die Zutaten ausgegangen. Wenn du also etwas trinken möchtest, solltest du auch die passenden Zutaten dabei haben. Dafür sind die Drinks dann umsonst. Ah, gut zu wissen. Die Karte. Okay, also wir müssen unsere eigenen Rezepte suchen für den Cocktail. Hier ist ja das Opening drin. Wir hören gerade das Opening von dem Spiel. Dann sag mir doch, was ich brauche. Zeig es mir einfach auf der Karte. Ja, gut. Den. Ich hätte gern die Zutaten. Das tut mir leid, Püppchen. Da fehlt mir leider das Rezept. Das hat der Vorbesitzer mit ins Grab genommen. Oder wohin auch immer. Sie haben ihn ja noch gar nicht gefunden. Okay, dann müssen wir ihn ausgraben. Nicht wo die suchen. Ich will doch nur wissen, was da drin ist, du Sackgesicht. Was können wir denn da machen? Wir nehmen es uns einfach mal mit. Ja, wir durchleuchten die ganze Straße. Ach, du bist so ein... Nein, nicht beleidigen, das Kind, Spiel ist für Kinder. Harvey, wo bist du denn nochmal? Ich muss mich hypnotisieren. Harvey? Harvey? Hallo? Oh, jetzt spinnt das Spiel wieder oder was? Dankeschön. Oh, das sieht ja einladend aus. Nee. Mensch, hi Harvey. Ja, ja. Komm doch mal raus. Komm doch mal raus. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Harvey!
Ich wüsste zwar nicht, was das bringen sollte, aber... Ach, dann nicht. Harvey, ich möchte mich hypnotisieren, komm raus! Komm raus, du Feigling! Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Ja, wissen wir. Okay, dann müssen wir wohl erst doch in die Stadt gehen, dann müssen wir ja doch wahrscheinlich erst den Alkohol finden. Ins Kloster gehen wir nicht zurück, die Oberen kann uns mal. Die ist beschäftigt mit ihrem Einhorn. Oh, zumindest. Der Weg, den Garrett gegangen war, führte Lily zu einer kleinen Brücke über einen der brackigen Seitenausläufer des Moosees. Hier waren zwei vertrauenserweckende Männer mit weißen Kitteln zu Werke, die Lily zunächst nicht so recht einzuordnen wusste. Auf der anderen Uferseite erkannte Lily außerdem Garrett in einem Gebüsch. Offenbar wollte er von den beiden Männern nicht gesehen werden. Und obschon die beiden nächtlichen Herumtreiber einen sympathischen Eindruck auf Lily machten, entschied sie, es dem Jugendermittler gleichzutun. Und? Hast du schon was gefunden? Musst du das andauernd fragen? Ich melde mich schon, wenn ich was entdecke. Hast ja recht. Wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt. Weil wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen. Wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern. Und dann dieser absurde Plan mit der Hypnosepuppe. Hör bloß auf. Und such lieber weiter. Hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja. Lily hatte genug gehört. Die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel. Wie ich mir dachte. Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. Das sind Dr. Marcels Freunde. Gut zu wissen. Ja? Können wir anscheinend nichts machen? Gerrit, sprichst du mit uns? Hallo, Gerrit, hallo! Hoffentlich ist schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Puste. Lauf, da kommt eins! Ach Mann. Werte der Anstalt. Herr Doktor, ich werde ständig übersehen. Der nächste, bitte. So ein schlechter Witz. Aber es passt so. Kleine Lilly überseht jeder. Von daher, irgendwie muss ich mich doch besaufen können, Mann. Kann ich dir irgendwas... Ey, Inventar, nicht schon wieder. Nein! Kann ich dir irgendwas davon andrehen? Lass mal stecken, Kleine. Solange du alle Zutaten dabei hast, gehen die Drinks heute aufs Haus. Wenn du etwas bestellen willst, zeig es mir einfach auf der Karte. Dann sag mir, was ich brauche. Was? Lass mal stecken, Kleine. Solange du alle Zutaten... Ja, wissen wir. Okay, tschüss. Harvey! Manometer! Ich will da doch nur dran, du böse Karte! Was bist du da reingerollt? Ah. Gucken wir uns mal das Fahrrad an. Ja, können wir was damit machen? Dieses Geräusch. Dann gehen wir zurück zum Wegweiser. Upsa. Zum Kloster können wir nicht zurück. HW, bitte hilf mir doch. Du
sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Und mit diesem Hinweis beenden wir jetzt eben die Folge und sehen uns dann das nächste Mal. Und werden dann rausfinden, was wir zu tun haben. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.